Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Und wir sind gerade immer noch in London und greifen das Regime an. Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier entlang, oder? Gibt das Sinn? Medi, super. Medi. Oh, Messer ist gut. Messer ist gut. Ich habe über 200 Leben, Alter. Oh, noch ein Messer. Akimbo Messer, Ninja Style. Würde ich mal sagen, oder? Da habe ich doch Bock drauf. Problem ist nur, wo müssen wir lang? Hier etwa? Nee. Hier landen wir ja wieder hier. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier anscheinend nicht, oder? Ah. Erzähl dich. Okay, Messer Ninja Style wird noch nichts. Ein Mond? Okay, wir müssen auf Pistole umschalten, damit wir das Ding ins Kirchens freischalten. Limit erreicht. Ah, super, ey. Ich hab den Mond aufgeschossen. Alter, verzieh dich. Ob das zählt? Lass uns mal schauen. Wo war das jetzt? Im Laufen Geschwindigkeit? Nein, War das das? Heimliches Töten mit schallgedämpfter Pistole. Das haben wir ja. Übergeladener Gesundheit. Heimliche Angriffe. Aus der Deckung mit dem Sturmgewehr getötet. Primärer Modus. Aus der Deckung mit der Pistole. Okay, Roboter zählen nicht. Komm. Lass dich töten. Einer muss sich doch hier töten lassen. Wo seid ihr, Schweine? Ist er tot? War ich in Deckung? War ich in Deckung? Toll. Das gibt doch hier keinen Sinn, ey. Okay. Kommen wir auch irgendwie in den Mond rein? Alter, ich steck fest, ich steck fest. Ich muss die Aufgabe meistern. Na komm. Zeig dein Köpfchen. So, das war's jetzt aber, oder? Hä? Aber ich bin doch in der Deckung gewesen. Aus der Deckung mit einer Pistole getötet. Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch keinen Bock hier auf die. Nein, aber bestimmt nicht das Ding ins Kirchens. Na gut, scheiß drauf. Ich habe all mein Leben und all meine Rüstung verloren. Nur wegen dieser Pistolenscheiße. Oh Mann. Aber ich habe mein Leben wieder. Und unten ist noch ein bisschen Rüstung. Die schnappen wir uns auch noch. So. Da haben wir noch. Hier werden wir mal wieder übersättigt mit irgendeinem Kram. Hier ist ja jeder scheiße. Ich will kein Akimbo. Das macht mich langsamer. Akimbo ist nur was gegen Roboter. Finde ich. Sonst macht das keinen Sinn, oder? Mondbasis 5 befindet sich in einem uralten Krater, der auch als die glimmende Schale bekannt ist. Das Ding, oder was? Ich dachte schon, das wäre der echte Mond, den sie geklaut haben. Was ein bisschen unrealistisch von der Größe her ist, aber... Naja, man weiß ja nie, ne? Ist ja auch irgendwo Science Fiction. Und wer die Story kennt mit den Nazis auf dem Mond, der wird natürlich ein bisschen kichern und sagen, haha. Und dann sag ich, ja. Science Fiction, Baby. Na, warte, mein Freund. Ja, ich dich auch. Was willst du tun, ne?
Du bist kein Spartaner, also komm her. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Messer geworfen. Ja, klasse, ich bin ein Held. Ja, nee, ist klar. Was bist du denn? Wenn wir mal alle Scheiben kaputt gegangen sind. Siehst du die Tür zum Wartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld. Ziemlich weit oben in der Kuppel. Kannst du sie irgendwie erreichen? Wo? Wartungsbereich. Das Einzige, was ich sehe, ist das hier. Das ist es ja wohl nicht, oder? Nee. Was machst du denn da? Du scheiß Roboter. Ich hasse diese fliegenden Viecher, ey. Ja. Ich verstehe. Abkürzung. Abkürzung ist gut. Ich sehe nichts, aber ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ich schieß einfach rein. Okay. Oh, toll. Das sind Granaten. Das ist kein Messer. Soll ich jetzt plötzlich Granaten? Also manchmal bin ich ein bisschen verwirrt und ich habe kein Leben mehr gehabt. Das war ein bisschen zu viel für mich. ja. Was soll man dazu noch sagen? Ein bisschen verkackt. Aber nur ein bisschen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal durch, ohne wirklich viel Aufsehen zu erregen und machen sie alle platt. Einfach ohne mit der Wimper zu zucken. Ach, wir sind wieder hier. Gut. Das war nicht das Scharfschützengewehr. Verzieh dich, Mann. Das war ja wohl eindeutig dein Kopf. Das verbraucht aber ein bisschen zu viel Moni. Manchmal bin ich ein Depp, ich geb's zu. Ja! Da müsste eine Luke in der Wand sein. Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht. Das musste sein. Okay. Eine Luke. Hier komme ich aber nicht durch. Oh. Ja, ist ja gut. Ich benutze das Ding hier. Dann wollen wir mal. Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion beschädigt worden. Okay, die hätte ich auch. Ob das so gewollt war? Kein Problem. Ich hätte seine Munition auffangen können. Letzter Schuss. Sehr schön. Schade. Die stecken da also drin. Na gut, kann ich irgendwo mein Ding ins Kirchenzauf laden? Das wäre eigentlich recht schön.
wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu... Ja. Schieß die Fahrstuhlbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Oh mein Gott. Ich hätte, glaube ich, aufs Gegengewicht stellen sollen, oder? War das eine Idee? Ich glaube schon. Ich hätte mir mal selber zuhören sollen, ey, ganz ehrlich. Oh, manchmal, ich zweifle echt oft an meiner Intelligenz, aber naja. Kein bisschen nur. Na gut, auf ein neues. Ich bin kein Linkshänder. Oh Gott, das ist ja noch schwerer als mit rechts. Na komm. Ja, ihr werdet abstürzen. Da hast du komplett recht. Oh, wieder rechts, schön. Es ist komplett ungewöhnlich, auf der anderen Seite zu haben. Gerade wenn man normal gewohnt ist bei einem Shooter, dass die Waffe rechts ist. Wo ist aber das Gegengewicht? Das Ding? Au. Na gut. Auf geht's, würde ich sagen. Action, Baby. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat Yishut. Doc Abel Apostroph. Abel Thea Leerzeichen. Yoke Item Charlie Hau Onkel Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anya. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dat Yishut. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blasco. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dat Yishut-Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Geht klar, Chef. Nehme ich. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es einfach alles mit. Gar kein Problem. Keine Ahnung, wo ich das hergenommen habe, aber das habe ich auch. Okay. Das machen wir gleich. Wir drücken erst auf Knöpfe, sobald wir alles eingesammelt haben. Sonst ist mir das zu risky. 300 Leben? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich das aufsparen sollte. Aber egal. Wir kommen ja auch so ganz gut durch, ne? Haben jetzt auch eine schöne Karte. Können unser Ding jetzt viechens aufladen. Perfekt. Und dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Es gibt nur diesen einen Knopf, glaube ich, oder? Oder? Kann man hier noch was anderes entdecken? Nein, das... Aha. Hier kommen wir nicht durch. Hier können wir da rauf. Ich glaube, das ist nachher der Sinn des Ganzen. Darauf zu kommen. Na gut, probieren wir es mal. Was war das? Achso, das Händchen, ja. Holy shit.
Ich verstehe. Ich verstehe. Ich hab's mir irgendwie schon so gedacht. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur hochgehen und gucken, was passiert. Okay, und los geht's. Oh mein Gott, hier krieg ich einen fetten Laser. Oh, wie cool ist das denn, ey? Oh mein Gott, wir können dünne Metallplatten aufmachen, ja? Um Himmels Willen. Gibt's hier noch ein bisschen andere Wege? Der Raum, in dem du gerade bist, wurde auf dem Plan unkenntlich gemacht. Die Tür ist explosionssicher. Du musst einen anderen Weg hinausfinden. Was du nicht sagst. Ich hab schon einen anderen Weg. Einen angenehm alten Weg. Hallo. Sachen for free nehme ich doch gerne. Wo lade ich das jetzt auf? So. Fette Wumme. Alter Schwede. Auf geht's, würde ich sagen. Hab ich hier was falsch gemacht? Ja, und jetzt? Achso. Ich konnte nur mal den Fahrstuhl wieder runterschießen. Gut. Gut, gut, gut. Und dieses Gegengewicht ist da. Wieso kann ich das hier aufladen? Interessant, was ist das? Rüstung. Hm. Das gefällt dem Zero. Das gefällt dem Zero. Ich werde ja wohl hier hochspringen können, oder? Und tschüss, Mädels. Aber was jetzt? Was jetzt? Wir gucken mal, worauf wir zielen können. Ich meine, umsonst wird man das hier nicht haben, ne? Oh. Das erklärt so einiges. Hallo? Ich komme hier nicht durch. Willst du mich verarschen? Ah, wir können das auch ein bisschen sperriger machen, ja? Das dürfte reichen. Aber ich glaube, mein Ding jetzt kriege ich ins Feuer nochmal auf. Er war zu gierig und zu geizig. So. Ich möchte das Ding unbedingt an Leuten ausprobieren. Biofusion, die Technik der Tierkreuzung. Rom, 2. September 1960. Eine heute erschienene neue Abhandlung enthält die jüngsten Forschungsereignisse einer Gruppe Gentechniker des London Nautica über Tierkreuzung. Eine Krokoente ist in gar nicht allzu ferner Zukunft vorstellbar? Antwortete ein zufriedener Wissenschaftler auf die Frage noch praktischere Anwendungen der Forschung. Was soll das praktisch sein? Es bringt eine Krokoente. Ich meine, die legen beide Eier. Gut, verstehe. Ja, gut. Naja. Naja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Und sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.